Moin und herzlich willkommen. Heute stehe ich im Stadtpark von Friseute. Und im Hintergrund sieht man das Rathaus. Der Amtssitz des Bürgermeisters, gerade erst vor kurzem gewählt. Seine Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass die Menschen hier in der Stadt gut leben können. Und zwar nicht nur ein paar wenige, sondern alle. Dafür hat man ihm die Macht gegeben. Im Evangelium dieses Sonntags hören wir von Pilatus. Er ist zuständig für die Provinz Judäa. Und sein eigentlicher Auftrag wäre auch, für das Wohl der Menschen zu sorgen, und zwar für alle Menschen. Doch Pilatus versteht seine Macht anders. Er denkt nicht an die anderen, sondern er denkt an sich. Er nutzt seine Macht, um für sich das Beste rauszuholen. Und gerade deshalb hat er Angst vor denen, die ihm die Macht streitig machen können. Zum Beispiel dieser Jesus. Und deshalb fragt er ihn: Bist du ein König? Und Jesus antwortet ihm: Meine Herrschaft ist nicht von dieser Welt. Wenn sie von dieser Welt wäre, dann würde ich kämpfen, so wie du. Aber ich bin kein König dieser Welt. Und dennoch bin ich ein König. Und zwar gekommen, um Zeugnis abzulegen für die Wahrheit. Und die Wahrheit ist, nicht die Mächtigen dieser Welt werden am Ende die Sieger sein, sondern die, die an die Liebe Gottes glauben und daraus leben und sie bezeugen. Denn die Liebe besiegt den Tod. Am Ende werden die siegen, die lieben. Und deshalb fährt Jesus den Weg der Ohnmacht. Und das wird deutlich beim Kreuzweg. Er geht diesen Weg bis zuletzt, verschenkt sich immer wieder neu und macht dadurch deutlich, die Liebe besiegt sogar den Tod. Sie besiegt alles. Und so gesehen ist er ein König. Er nimmt sich aller Menschen an und lässt niemanden verloren gehen. Durch seine Ohnmacht in der Liebe wird er solidarisch mit all denen, die leiden und am Boden sind, und wendet sich ihnen zu. Das ist ein wahrhaftiger König. Und diesen König feiern wir am Christkönigssonntag. Aber die Frage, die sich natürlich stellt, ist: Bist auch du ein König? In diesem Sinne, wie Jesus es beschreibt, bist du bereit, deine Macht, deine Gaben, deine Fähigkeiten einzusetzen zum Wohl der Menschen? Aller Menschen? Also, bist du ein König? In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen gesegneten Sonntag. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund. Ihr Pastor Christoph Winkeler.